Oh, Hede, was geht ab, Leute? Hunger? Niantic hat gestern was angekündigt in einem Blogpost. Updates, Link ist in der Beschreibung, falls ihr das selber nochmal durchlesen wollt. Aber ich lese es mal für uns alle durch. Vom 30. März. Übrigens, jetzt dann für April wurde angekündigt, aus dem Durchbruch kommt Alola Kokorai. Wieder etwas, wogegen ich nichts habe, weil ich brauche den noch in 100. Aber wo viele Leute ja nicht interessiert sind. Eure Meinung zu Alola Kokorai gerne unten in den Kommentaren. Ich meine, immerhin gibt es den Shiny. Und jeder, der Alola Kokorai haben will und nicht Kastadur, der sollte bis morgen warten. Abends, nachts. Also falls ihr morgen ist der 1. April, aber trotzdem, falls ihr ihn direkt in der Früh holt, dann kriegt ihr immer noch Ferroseed Kastadur. Also erst ab 22 Uhr oder ich weiß nicht, vielleicht 23 Uhr wegen Zeitumstellung. Ich weiß nicht, wie das genau abläuft. Erst da gibt es dann Kokorai Alola aus der Quest. Auf jeden Fall echt Weltabenteuer von zu Hause aus erleben. Ach so, ja, der Titel ist wahrscheinlich sehr provokativ, aber ich meine, das ist gestern in den Gruppen, jeder hatte den ersten Gedanken dazu, dass es halt so ist. Das Spoofen von zu Hause, Niantic erlaubt Spoofen und sowas. Jeder in den ganzen Gruppen, boah, das ist doch wie Spoofen und dies, das. Deswegen ist der Titel hoffentlich nicht allzu überspitzt. Weil jeder hatte gestern denselben Gedanken. Auf jeden Fall, liebe Niantic Community, in diesen herausfordernden Zeiten wünschen wir uns nur das Beste für euer Wohlbefinden während der COVID-19-Pandemie. Vielen Dank, Niantic. Die erhöhte physische und psychische Belastung kann sich nachhaltig auf jeden von uns auswirken, weshalb wir für euch da sein wollen. Die Welt hat sich verändert, was können wir also tun? Oh ja, auf jeden Fall, das ist eine Ausnahmesituation. Sowas passiert nicht alle Tage und dass Niantic da überhaupt reagiert und sich anpasst, ist natürlich schon ein Pluspunkt. Wir haben Niantic mit der Mission gegründet, Menschen dazu zu bringen, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen und die Welt zu erkundigen. Und ganz ehrlich, das haben die sehr gut geschaffen. Das haben die sehr gut gemacht. Ich kenne München jetzt wie meine Westentasche, sagt man das so? Beinahe jeder Stadtteil, Verkehrsanbindung, ich weiß jetzt alles einfach. Und das haben die echt gut geschaffen. Und so viele, natürlich so viele Leute kennengelernt, muss ich euch nicht erzählen, wie viele Leute ich kennengelernt habe. Das letztendliche Ziel dabei, Menschen zusammenzubringen, ja, auf jeden Fall. Heute unterstützen wir eine globale Gemeinschaft von Hunderten von Millionen Menschen, die unsere Spiele als eine Möglichkeit sehen, nach draußen zu gehen, sich zu bewegen, mit Freunden auszutauschen und Spaß zu haben. Vielen Dank, Niantic. Kann man nicht anders sagen, also. Pokémon Go hat Leben verändert. Wir waren immer überzeugt davon, dass unsere Spiele auch Elemente für das Spielen zu Hause enthalten können. Können? Die DNA unserer Produkte, das Erforschen und Bewegen ergänzen. Jetzt ist es an der Zeit, der Arbeit daran Priorität einzuräumen. Unsere zentrale Herausforderung besteht dabei darin, das Spielen in geschlossenen Räumen genauso aufregend und innovativ zu gestalten wie das Spielen im Freien. Okay? Ihr seht, worauf das hinaus will und offensichtlich der Titel. Dementsprechend werden wir unsere Produktentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen so umstellen. Das war auch so einer meiner Gedanken, wie lange wird das Ganze dauern, diese Umstellung, das Freischalten und diese neuen Sachen. Tage und Wochen, mal schauen, ich bin echt gespannt, dass wir mehr Möglichkeiten für das Spielen von zu Hause aus und in der unmittelbaren Umgebung schaffen können. Ja, es klingt einfach wie Spoofen, aber ich denke mal, es hält sich in Grenzen. Schauen wir erstmal weiter. Es ist unmöglich vorherzusagen, wie sich die Situation mit Covid-19 weltweit entwickeln wird, ist halt echt so, Mann. Wir wissen nicht, wie lange das dauert. Die Einschränkung hier in Bayern wurde jetzt auch noch verlängert bis 19. April oder so. Schon heftig. Weshalb wir die folgenden Änderungen an unseren Spielen und Live-Events vornehmen werden. Punkt 1. Bewegung. Wir werden an dem Feature Adventure Sync Verbesserungen vornehmen, um es noch besser auf Bewegung und Aktivitäten in den eigenen vier Wänden auszulegen. Das bedeutet, bereits jetzt sportliche Aktivitäten in der Wohnung Erfolge im Spiel freischalten können. Oder ihr checkt die App ab. Wieder mal. Also kontroverser als ich dachte. Ich habe vorgestern ein Video hochgeladen zu einer App, die Kilometer einfach faked. Und ein bisschen über Cheaten geredet und es war... Ich wusste, das wird kontrovers, aber es wurde doch kontroverser als erwartet, weil ich meine, ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwas Grenzwertiges vorstelle. Und wie gesagt, ich meine, wir sind die Könige der Cheaten. Seit meinem ersten Tag, wo ich spiele, und mir die Map gezeigt wurde. Allererster Tag schon. Seitdem sind wir Cheater. Also Leute tun so, als hätten wir noch nie im Leben gecheatet. Und Leute tun so, als hätten sie noch nie im Leben gecheatet. Aber naja, weiter geht's. Soziales. Wir werden unsere virtuellen sozialen Funktionen im Spiel verbessern.
Das ist der interessante Punkt. Damit ihr auch dann in Kontakt bleiben könnt, wenn ihr dies im realen Leben nicht mehr möglich ist. Wir werden eine Möglichkeit schaffen, wie man mit seinen Freunden von zu Hause aus Pokémon Go Raids teilnehmen kann. An Pokémon Go Raids teilnehmen kann. Es muss wahrscheinlich irgendeine Begrenzung geben. Wahrscheinlich nur hier, was weiß ich, alle Raids nur, die man in der Umgebung sehen kann oder sowas, weil sonst wäre zu verrückt. Aber hey, immerhin, jetzt kann man zum Beispiel, wer weiß, schreibt gerne eure Vermutungen in die Kommentare. Wahrscheinlich dann zum Beispiel hier dann in die Raid-Gruppe schreiben und dann mit den Nachbarn sozusagen vor Ort hier raiden. Immerhin. Und dann können sie auch wieder Raid-Stunden machen. Und das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt natürlich für Niantic, weil die machen halt eine Menge Geld mit Raids und das müssen sie halt natürlich auch irgendwie aufrechterhalten, weil das ist eine Firma und die müssen ihr Geld irgendwie verdienen. Die können halt nicht nur auf uns aufpassen, klar. Die könnten, ja, jeder von uns hat gesagt, wieso schließen die nicht einfach die Raids und sowas, aber die brauchen ja Geld. Die müssen ja auch ihre Mitarbeiter und sowas bezahlen und all dies, das, also so leicht ist das Ganze natürlich nicht. Und das ist vielleicht eine gute Lösung. Erforschen. Wir arbeiten momentan auch daran, wie wir Spielern ermöglichen könnten, ihre Lieblingsorte in der virtuellen Welt zu besuchen und ihre Erinnerungen mit anderen zu teilen. Also Erinnerung teilen ist offensichtlich Geschenke und Postkarten gemeint. Also drehen, Stops drehen. So lange, bis sie diese wieder persönlich besuchen können. Die Frage ist halt, was sind Lieblingsorte? Viele haben gemunkelt jetzt Goldarenen. Es gibt Leute, die haben keine einzige Goldarena. Also ich weiß nicht, ob das so ein guter Vorschlag wäre. Wenn es halt einfach nur irgendwelche Arenen sind, wo man schon mal war, dann wäre es saftig natürlich für mich zum Beispiel, weil dann könnte ich einfach die Arena auf Gold pushen. Von zu Hause aus, das wäre halt abnormal. Also schauen wir mal, ich bin echt gespannt. Live-Events. Wir arbeiten an neuen Formaten und Möglichkeiten, um Spielern die Möglichkeit zu geben, diesen Sommer an einem Live-Event von Niantic teilzunehmen. Also die denken wahrscheinlich schon an GoFest. Wir setzen unsere kreative Energie ein, um das Gefühl und die Begeisterung eines Live-Events direkt zu euch nach Hause zu bringen. Das heißt, dass wir an einem völlig neuen Ansatz für das Pokémon Go, oh, ja, offensichtlich, haben die es gerade hier gesagt, arbeiten. Einzelheiten dazu folgen bald. Ja, sehr interessant. Wie unsere Community weiß, haben wir bereits eine Reihe von Änderungen vorgenommen. Das haben wir zu viel. Um uns an die aktuelle Situation anzupassen, in der das Spielen in Gruppen nicht mehr möglich und Aktivitäten im Freien eingeschränkt sind. Ja. Wir haben beispielsweise eine neue Form des Spiels in Pogo eingeführt, die Go-Kampfliga, die man weltweit von zu Hause aus nutzen kann. Wir haben die Laufwege von Pogo-Liga von 3 km auf 0 reduziert, sowie Pokebälle und Rauch zu stark reduzierten Preisen verfügbar gemacht und die auch erhöht natürlich, damit Trainer fangen können, ohne dafür weit reisen zu müssen. Trainer werden außerdem nützliche Items aus Geschenken erhalten und können gleichzeitig mehr Geschenke im Inventar tragen. So kann jeder Spieler mehr Geschenke verschicken und erhalten. Das ist auch ein interessanter Punkt, darüber wollte ich auch reden. Momentan ist ja alles sehr eingeschränkt. Oh, Niantic versucht uns da entgegenzukommen. Aber irgendwann, inshallah, wird es ja wieder gut. Wird es wieder normal. Vielleicht nicht mal dieses Jahr, aber irgendwann schon. Und bis dahin haben wir uns aber schon an diese Situation, diese Bedingungen gewöhnt. Und ich habe mich auch so gestern gefragt, haben die Leute dann überhaupt noch Bock, normal zu spielen? Weil momentan ist so viel erhöht. 20 Geschenke. Aus jedem Stop ein Geschenk. Mehr Pokebälle. Billigere Sachen, Rauch hält eine Stunde, kein Laufen für PvP, so viele Boni, alles hält einfach länger und sowas, Kilometer, alles reduziert, alles nur die Hälfte. Und jetzt dann auch noch Zocken von zu Hause, Raids von zu Hause und so weiter. Irgendwann wird es ja wieder normal und da frage ich mich, haben die Leute dann überhaupt noch Bock, wieder normal zu spielen? Weil das ist natürlich schon Luxus alles, alles reduziert, alles erhöht, alles, alles und dann irgendwann ist es halt wieder normal. Spawns natürlich auch am Ausflippen und irgendwann, wenn wir wieder normal sind, sind die Spawns auch wieder normal und dann läufst du da deine Runden ab und denkst dir halt, boah, keine Geschenke, so wenige Bälle, so wenige Spawns, ich will wieder von zu Hause aus zocken und sowas. Kann natürlich auch passieren, aber trotzdem natürlich großes Lob an Niantic, dass sie da überhaupt irgendwelche Maßnahmen unternehmen. Harry Potter Zeugs, Ingress Zeugs. In Gegenden, in denen dies von örtlichen Behörden ausdrücklich erlaubt ist, sind Spaziergänge im Freien weiterhin eine wunderbare Möglichkeit, um das eigene körperliche und geistige Wohlbefinden zu verbessern, klar. Sofern eine angemessene soziale Distanz gewahrt wird, klar. Dabei könnt ihr natürlich immer noch unsere Spiele nutzen. Die von uns vorgenommenen Änderungen bieten jedoch eine gute Alternative, falls das nicht mehr möglich ist. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Spielern auf den Tag, an dem wir uns wieder gefahrlos mit Familie und Freunden in Parks oder auf anderen
öffentlichen Plätzen treffen und zusammen spielen können. Wenn die Welt dafür bereit ist, werden wir auch bereit sein. Nette Worte, aber wie gesagt, wollen wir das dann überhaupt? Wenn wir nach dem ganzen Luxus, den wir dadurch so erlebt haben, wollen wir dann noch zur Normalität zurückkehren? Pokémon Go technisch natürlich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, was soll man sagen? Es ist eine Ausnahmesituation, noch nie da gewesen, unprecedented, und wir werden sehen. Bin gespannt, was Niantic da vorhat. Ich freue mich drauf, irgendwas müssen sie ja machen. Klar, es gibt andere Probleme und ja, verrückte Situation. Man kann es nicht anders beschreiben. Die Situation ist einfach verrückt. Könnt gerne eure Vorschläge, eure Ideen, eure Sachen da in die Kommentare schreiben. Ich habe auch schon viele gesehen, die haben geschrieben, ja, hoffentlich kann man jetzt von der Entfernung aus tauschen, das wäre natürlich mega, das wäre der Hammer. Ich habe ja jetzt in der Zeit so viele neue Glücksfreunde bekommen. Die kann man halt nicht einfach so treffen jetzt, selbst Münchner halt nicht. Deswegen, das wäre natürlich echt eine krasse Sache. Bin echt gespannt. Mal schauen, was Niantic so bringen wird. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.